seltsam hat, wenn, also weil Sie gerade sagen, Migration ganz prinzipiell. Es gibt doch unglaublich viele brillante junge Leute in diesen Ländern, ja, die wir gut gebrauchen können. Ja. Ich habe solche Leute auch in Russland getroffen, die sagen, in euer Land zu kommen ist unmöglich. In euer Land zu kommen ist illegal möglich, aber legal nach Deutschland ist quasi nicht möglich. Ich kenne Leute ein junger Ägypter, da gibt es auch brillante Mathematiker, wie ich weiß. Ja. Wenn der versucht, hier ins Land zu kommen, schafft er oder geht das nicht? Es gibt riesen Behördengänge. Er muss beweisen, dass er genug Geld hat. Aber erst mal damit er herkommen muss er, ne? Erstmal muss er kommen, dann muss er zur deutschen Botschaft. Da gibt es einen riesen Aufwand an Papieren, die er erledigen muss. Und am Ende könnte er kommen, konnte aber auch nicht kommen. Mhm. Aber es ist einfacher für ihn, sich als Syrer zu verkleiden und an die Pforte dann zu kommen, zu sagen, ich stelle einen Asylantrag. Also es ist leichter, einfach einen Schleuser zu bezahlen. Ja. Und dann sagst du, ich bin Syrer und dann bist du da. Ja. Ja, also das